Abend meine anderen Kollegen. Nehmen wir gleich home. So, jetzt schwingen wir uns rüber, wie in bester Tomb Raider-Manier. Einige markante Merkmale von Tomb Raider hat unser Mini Ninja Hero zwar nicht, aber vielleicht kommt ja noch dann die Erwachsenen noch Version danach. Also man weiß es ja nicht. Falls das ein Erfolg ist, kann schon sein, dass dann noch andere Spiele für andere Zugruppen nachkommen. Ich war jetzt einen kleinen Moment unaufmerksam, muss ich sagen. Das war ein großer Moment, in dem du aufmerksam warst. Und habe jetzt leider die Passage nicht ganz so gut gemeistert. Ich muss sagen, es ist auch schon ein bisschen her, seitdem ich es gespielt habe. Und es ist jetzt Okay. schon spät heute. Dann ist Also, es vielleicht entschuldbar. natürlich, das ist entschuldbar. Na, zum Normalerweise, Glück gibt es die kleinen Hilfen, Gott die sei Dank, haben wir Sonnenblume. gespeichert, muss man sagen. Ist automatisch gespeichert, unglaublich. Okay, ja. Aber zum Glück gibt es die kleinen Hilfen, die sagen immer wieder, wenn man die Hindernisse meistert. Und Eben, endlich ist ja. er angekommen beim Kollegen. Jetzt sehen wir ja meinen Kollegen und ich muss sagen, weil du jetzt die kleinen Hilfen angesprochen hast. Ja? Das gefällt mir in einem Spiel besonders gut, weil manchmal weißt du einfach nicht weiter oder bist mir, da hast du sonstige Ausreden und dann ist es gut, wenn du den Pfahl drückst und weißt eben, wie es weitergeht. Jetzt siehst du, jetzt ist auch ein Spieler eben dazugekommen, weil ich kann Ja. dann wechseln zwischen meinem Hero und meinem etwas dickeren Kollegen. Oder dick, sagt man nicht, er hat nur starke Knochen, dem Futo. Ich gebe auch mal meinen Schutz aus. Der schon dir was, ja. Ja, man muss sagen, man kann dann auch später Sehr gut, du hast ihn im Wasser den gefunden. auspacken und hast so Manchmal ein kleines frage ich Boot und mich, der was ihr paddelt dann, ohne so einen paddelt dann Natur durch. würdet. Also, das ist Nett schon. gemacht, muss man sagen. Okay. Jetzt sagt er eben, ich habe den Hero gefunden und jetzt wird eben gesagt, wie man zwischen die verschiedenen Leute wechseln kann. Danke, sind wir am besten. Ich wechsle jetzt einmal auf den Futo, wie du siehst, ein ganz Ah, anderer Foto, schön, Charakter. dass du endlich Langsamer, oder? kommst. Ja, also er hat ja einen Grund, langsamer zu rennen, sagen wir so, gell? Aber er hat halt auch, ich meine natürlich wegen seinem Hammer, wegen seinem großen. Und wie du siehst, habe ich mich da jetzt ordentlich Sehr gut, aufgeräumt, Foto, gell? das war Also, unorthodox, aber man ausgesprochen sagt auch, wirksam. Futo, das war unorthodox, aber wirksam. Der Ninja Master hat doch recht, muss ich sagen. Und jetzt kann ich mich eben wieder zurückverwandeln in Hero, wenn ich das möchte. Funktioniert da wieder gleich. In der Mitte ist halt immer der Hero. Weißt du, Und auf der anderen Hero, Seite sind ich meine habe anderen viele Schüler Charaktere. den Weg der Ninja gelehrt. Ach, jetzt Aber sagt es mir eben ist wieder der Ninja Jahrhunderte her, Master, ihr habt dass viele einer von ihnen Schüler Talent für die magischen auf dem Punschkünste Weg hatte. zum Ninja gelehrt. Wie alle Ninja Master, nehmen wir mal davon an, weil sonst wären es keine Ninja Master. Und ja. Tun wir weiter mit dem Dialog. Es schaut eben so aus, dass Coaching an. mein Zuerst möchte ich, Hero dass du dich so eine tarnst wie so spezielle ein Fähigkeit Hintern. hat, Versteck dich in den dem man hohen gegen Gegner eher Grasdorf. nutzen kann. Und das ist eben das, sagen wir mal, das Markante am Hero. Er ist sozusagen der Universal Soldier der Ninjas, wenn man so will. Muss er sie am Und Eis aufladen? Muss er sie abkühlen? da bin ich mir nicht sicher, ob er das muss. Ich zeige euch jetzt den Balanceakt. Oh, man muss eben mit dem linken Analogstick links und rechts gehen, damit man eben die Balance haltet beim Balanceakt. Ja. Und wie gesagt, sehr intuitiv haben sie es gemacht, wie das ganze Spiel. Also du wirst in dem Spiel nicht auf Proben gestellt werden, die du sagst, oh, wie komme ich da jetzt weiter? Also wirklich eher fürs kleine Publikum ausgelegt. Nicht nur, Nicht nur. also natürlich ist Kannst das, dich auch noch ein paar Stunden begeistern? also mich könnte es noch bis zum Spielende begeistern. Könnte. Tut's nicht. Ich muss sagen, wir haben ja noch einige Spiele auf unserer Liste, die wir uns noch ansehen müssen, aber mir gefällt der Charme des Spiels sehr, sehr gut, weil du sagst mit den Rätseln, das ist natürlich so eine Sache, wenn man sagt, ich habe jetzt gerne ein Spiel, das was mich richtig fordert, dann ist man vielleicht bei Mini Ninjas nicht ganz richtig. Okay. Allerdings, für, sag ich mal, man spielt jetzt vielleicht Spiele, die sehr, sehr knifflig sind, und dann braucht man mal vielleicht einmal ein motivierendes Spiel, wo man wirklich sagen kann, da kann man halbwegs Schnell durch, halbwegs schnell. schnell durchmarschieren, ohne sonderlich frustige Momente erleben zu müssen. Also ich mag Okay. solche Spiele, gell? Du strengst also nicht gerne andere Spiele.
ich sage mal, es gibt ja kaum Spiele, wo ich mich schwer anstrengen müsste, gell? Von dem her kann man das ja gar nicht so sagen bei mir. Aber ich glaube, sonst, ich habe schon sehr, sehr weit gespielt, eben in Mini-Ninjas. Und weil du sagst, ob ich es nicht bis zum Ende spielen werde, es fällt ja nicht mehr so viel. Ja. Und ich sage mal, vielleicht ist auch ein kleiner Kritikpunkt die Spielzeit. Wir bewegen uns wie bei den meisten Spielen, sagen wir mal, je nach Spieler so im 10, wahrscheinlich im 8 bis 12 Stunden Bereich, je nachdem, wie flott man eben durchschreiten will. Von mir gibt es auch Empfehlungen zu dem Spiel, vor allem jetzt zu Weihnachten, ich glaube. Jetzt zu Weihnachten? Naja, es dauert schon ein bisschen, aber. Ist nicht mehr so lang entfernt, also ich glaube zu Weihnachten für die Kinder- und Ninja-Fans, und meistens sind Kinder Ninja-Fans. Da werden die Ninja-Kinder sicher schauen, wenn das Spiel unter dem Baum liegt. Nighty, vielleicht noch Abschlussworte von dir. Wie hat es dir gefallen? Jetzt hast du ein bisschen was gesehen. Ja, ich muss sagen, nett animiert. Man sieht wirklich die kleinen Details, die Gräser wackeln hin und her. Es ist nicht statisch. Man sieht einen Haufen von Laternen in einer Spirale. Im Spalier meine ich, und nicht jede Laterne ist aktiv. Das heißt, die haben. Ich weiß jetzt nicht, was du mit einer Spirale da gehabt hast, aber ich glaube, ich will es heute gar nicht mehr erfahren. Im Spalier wollte ich sagen. Das heißt, im Spalier stehen die Laternen, 7 Laternen hintereinander, und nicht jede ist aktiv, nicht jeder leuchtet. Das heißt, die haben nicht nur einfach Objekte kopiert, sondern sie haben wirklich daran herummanipuliert, haben manche ausgeschaltet, manche eingeschaltet. Du schaust. Also, ein bisschen Liebe zum Detail war doch vorhanden im Spiel. Ein bisschen? Ein bisschen. Die Gräser könnten doch vielleicht noch etwas detaillierter sein, aber ich glaube, die Kinder geben sich damit zufrieden und sind begeistert von dem relativ einfach gehaltenen Kampfsystem. Gut, ich glaube, nicht nur die Kinder geben sich damit zufrieden, auch die meisten Erwachsenen werden sich damit zufrieden geben. Von meiner Seite her, weißt du, der Neidi hat heute nichts mehr zu sagen. Wir sagen Servus. Tschüss.